Wir haben jetzt einen jungen Mann bei uns, meine Damen und Herren, wo man auch sagen muss, Stimme super, Aussehen geht so. Nein, er sieht dufte aus, er ist ein absolut charismatischer Typ. Und ich habe gestern schon eines meiner Lieblingsbilderrätsel der letzten Wochen hier Ihnen gezeigt. Na, wer könnte es sein? Hier, Martin Käseschi. Ist es? Martin Käseschi. Und deswegen begrüßen Sie recht herzlich den Gewinner von Star Search, Martin Käseschi, meine Damen und Herren. Lustig, oder? Ich hab's gestern leider nicht gesehen, ich hab ja davon gehört. Findest du lustig oder findest du geht so? Ich find's gut, aber ja, du hast eine Kleinigkeit dabei übersehen. War nicht meine Idee, war also einer von unseren fantastischen Autoren. Also. Und mit dem hatte ich Mitleid. Da hab ich gesagt, okay, komm. Ich hab da mal eine kleine Verbesserung mitgebracht. Hast du mitgebracht? Ui, Messer? Hm? Bin ja mal gespannt. Das ist Schafskäse türkischer, denn... Ah, Martin, Schafskäse-Ski. Käse-Ski ist ja nämlich halber türkisch. Jetzt kommt. Sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was wird das denn? Warte mal, so, wenn jetzt, da ich ja wie gesagt türkische Blut in den Adern habe. Du hast türkisches Blut in den Adern? Ja, Vater ist Türke. Ach so, also geborener Türke sozusagen. Echt? Und das seit ungefähr paar Jahren, ja, 30 sozusagen in Deutschland. So, und jetzt? Und jetzt ist es richtig und jetzt guck dir mal den Bauch an. Was, den Bauch an? Ja. Sozusagen die besten Wünsche noch für dich. Also, muss ich nackend ausziehen? Ich mach mal so. Ja, mach mal, halt mal, so, halt mal. So, go for Istanbul. Ja, und jetzt? Die besten Wünsche. Und warum steht der jetzt auf Schafskäse? Weil eben der halbe Tuck, weil Gouda haut er nicht ans hin. Ach so, also ich habe jetzt irgendwie ein Wortspiel erwartet. Nein. Aber trotzdem, vielen Dank für die Mühe, die du dir gegeben hast. Ja, das war mega Arbeit. Ja, das ist... Und, da sammeln sich auch die Kulturen noch ein bisschen besser an. Ah, okay. Schafskäse-Chi. Sehr gut. Toll. Hast du das ja kein Pflaumen, der eigentlich bis jetzt immer falsch ausgesprochen hat? Was denn? Käse-Chi? Ja, das heißt eigentlich Käse-Chi. Käse-Chi heißt ja es? Käse-Chi. Nervt dich das? Kannst du Türkisch? Ein bisschen. Hallo, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ach so, echt? Klingt wie Deutsch. Nee, nicht mehr, weil Vater hat immer so lange gearbeitet und war größtenteils deutsch erzogen. Ähnlich wie ein Bischof. Ja. Der wurde auch deutsch erzogen. Ach so, okay. Ja, der Bischof. Nein, aber da hast du den Anfang der Sendung nicht gesehen? Der Bischof, der immer 70 Stunden am Tag arbeiten muss? Ach so, ja. 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 So, ja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ja, war schön. Nein, du hast natürlich eine Traumkarriere hingelegt, ja. Mhm. Nummer 1 Single, Nummer 1 Album, ja. Und jetzt bist du wieder am Start mit einer neuen Platte und hast auch den Titelsong für die neue Star Search Folge gesungen. Gesungen und auch zur Hälfte mitgeschrieben. Ja. Ach so, schreibst du selber ich auch die Songwriter, Musik? Ja. Oder nur den Text? Da habe ich den Text gemacht und ansonsten auf der Scheibe sind doch noch die B-Seite sozusagen auch von mir, Musik und ja Text und die Single ist nicht von mir. Hang On heißt der Song, ne? Hang On ist die Single. Hang On ist Sensational Single. Ist die Titelmelodie von Star Search. Ah, okay. Gibt es die beide auf zwei Singles jetzt oder wie? Nee, die Single ist Hang On und ist die B-Seite Sensational. Ah, okay, verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Und Hang On, schauen wir uns mal an. Seit gestern im Handel erhältlich. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Video von Martin Käseschi. Das ist die Single Hang On und der Titelsong von Star Search. Wirst du dort auch, da gibt es ja immer so einen Gastjuror, oder? Bei Star Search. Ich glaube, es immer einen, pro Sendung, glaube ich, einen Gastjuror, ja. Wirst du da auch mal dabei sein? Nee, um Gottes Willen. Ich würde nie über andere Künstler urteilen, mache ich nicht. Wie? Warum denn nicht? Weil. Warum soll ein Künstler über Künstler urteilen? Also, ich glaube, das kann jemand machen, der 10 Jahre vielleicht in dem Beruf ist und schon oben, aber. Ja. Da hängt ja auch irgendwie ein komplettes Leben dran. Nee, ist nicht so mein Ding. Ich mache ja auch meine Musik und urteilen sollen andere. Ich kann auch Künstler über. Ja, Janet Biedermann sitzt auch da. Na ja, Biedermann, ich bin ja nicht Biedermann. Ja. Ja, die ist ja auch erst ein paar Jahre dabei. Ja, aber. Die sagt doch auch hier, den finde ich gut, den finde ich nicht gut. Ich würde es echt nicht machen. Würdest du es machen? Nein, okay, du hast ja immer. Ich würde es nicht machen. Also das wäre nichts für mich. Ja. Ich hab's ja mit Max leider nicht mit.
Hast du schon ein paar von den Leuten gehört, die da jetzt teilnehmen werden? Hast du schon welche singen gehört? Ich habe schon ein bisschen was gehört und kann nichts dazu sagen, weil ich habe nur die Übung gehört, die Gesangsübung. Empfindest du die Kandidaten, die jetzt dabei sind, die da eventuell gewinnen als Konkurrenten? Oder überhaupt nicht. Weil du musst ja so sehen, ich bin auch der erste Casting-Winner, der vielleicht so den Rockweg jetzt geht und ist schon schwer genug irgendwie. Das heißt, es wird ein Album geben jetzt, ein neues? Im September. Und das wird eher in die rockige Abteilung? Wird mehr in die rockige Abteilung gehen, natürlich auch Balladen auf, aber da ich auch selber schreibe, wird schon mehr so, ich sag mal, na, man kann ja keine Vergleiche ziehen. Bon Jovi, Nickelback, so die Ecke. Ja. Und, Handmade Music. Und zu einem großen Teil auch im Ausland produziert, habe ich gehört? Im Ausland produziert nicht. Ich war zum Beispiel in Schweden mal 2 Wochen. Ist da ja Ausland. Stimmt, ja, die haben ja noch Kronen und keine Euros. Und da habe ich ein bisschen mit den Songwritern mal abgeschaut. Weil man sagt ja den Schweden nach, Hitfabrik, aber... Ich finde, das ist nicht mehr so. Nee, also, die Schweden vor 5, 6 Jahren haben die mal immer gute Popmusik gemacht, aber da kommt immer der gleiche Dritt. Ja, die machen nur noch für Britney Spears und Christina Aguilera und das ist ja nicht so meine Richtung. Ja, ja, ich glaube ja, dass du eine Zukunft hast. Du bist jemand, der so nicht diesen üblichen Mainstream-Weg geht und so, der ein bisschen charismatischer ist als die anderen. Ja, man muss sich durchsetzen. Hast du mal die anderen Kollegen kennengelernt von Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel? Alexander und Daniel Kübelböck und so? Eigentlich nicht so, weil ich glaube, RTL mag mich nicht so. Warum nicht? Weiß ich nicht. Die machen immer die Kameras aus, wenn sie mich sehen. Ach, tatsächlich? Ja, wirklich. Ja, gut. Dafür fahren ihre Künstler vor Gurkenlaster. Ja? So ist das halt. Ja? Die einen so, die anderen so, wie sie können. Der Clou ist ja, ich habe ja noch vor Daniel den Unfall gehabt. Du hast auch einen Unfall gehabt, ja, stimmt. Du hast noch vor Daniel einen Unfall gehabt. Was bist du? Aber nicht gegen Gurkenlaster. Nee, vor allem habe ich A, einen Führerschein und B, bin ich mal grün über die Ampel gefahren. Ja. Und dann ist ein paar Rot mir in der Reine gebracht. Ach, du warst gar nicht schuld? Nö. Du warst aber verletzt, oder? 4 Rippenbrüche, Schleudertrauma, hier so ein kleines Ding. Ach, das ist auch noch davon? Ist jetzt überschminkt. Macht sich aber für einen Rock'n'Roll-Star gut. Ja, Bad Guy Image. Ja. Sieht gut aus. Steht ja gut. Also ich glaube, das trägt auch zum künftigen Erfolg. Ja, immer noch besser als viel, was ich sehe. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück, viel Erfolg. Danke. Und bitte gehen Sie in den Laden, kaufen Sie die Platte von Martin Kesici. Hang on! Vielen Dank, Martin Kesici. Applaus